Einen wunderschönen Leute, heute gibt es den letzten Teil unserer Kanutour durch Schweden und ich würde sagen, wir legen direkt los. Viel Spaß! Ja, fall mal hier rum und ja. Ich treffe euch dann da vorne an der Landzunge. Authentisch bitte! Könnt ihr mal die Schlafsäcke aufhängen zum Auslüften? Authentisch! Authentisch helfen! Oh, ich kann jetzt nicht. Ich kann nicht authentisch sein. So, wir sind hier gerade überfallen worden. Hier unten am Essenstisch sieht man, da lagen so Studentenfutter, also lag Studentenfutter rum. Das liegt jetzt. Da hinten gibt es Eichhörnchen, die super zutraulich sind. Ja, die haben wir vorhin schon beim, wo wir gefrühstückt haben, immer schon so ein bisschen gefüttert. Allerdings war ich kurz weg und man sieht, die haben sich das alles geklaut. Wie das hier aussieht, wie die, da war ein Deck, also da war ein Deckel drauf. Ja, die Viecher, die sind ja nicht doof. Oh, hier kommt gleich eins. Mal gucken, ob wir das noch kriegen. Da seht ihr das? Da ist es. Hier vorne ist quasi, die sind so zutraulich, das ist jetzt 1 Meter von mir weg. Die haben mir die Studentenfutterbox aufgemacht, die war verschlossen. Da ist jetzt alles rausgefallen, die klauen sich immer haufenweise Sachen und verbuddeln die irgendwo. Hier sind jetzt bis zu 3 Stück, die mögen sich wohl untereinander nicht so dolle. Zeigen das auch lautstark, also die haben hier richtig kleine Fights drauf. Und zur Strafe, weil die uns das geklaut haben, habe ich hier so ein bisschen vorbereitet. Habe ich hier ein paar Kameras hingestellt. Und wie gesagt, zur Strafe werden sie halt gefilmt und ins Video geschnitten. Mal gucken, was da so für Aufnahmen entstehen. Unterdessen, das da hinten filmt, gehe ich hier mal zum Wasser, weil wir filmen hier relativ viel und wir brauchen natürlich auch irgendwie Strom. Ja? Und wir haben zwar jeder eine Powerbank mit, wir haben eine mit 10.000 mAh und eine mit 22.000 Amperestunden. Wir haben aber eine Spiegelreflex mit 3 Akkus, eine Systemkamera mit 3 Akkus, 3 Handys, 2 Actioncams, obwohl eigentlich bloß eine Actioncam, die andere ist ja Bahngegangen, die funktioniert leider gar nicht mehr. Aber wir brauchen Strom, irgendwann sind die Powerbanks alle und die erste ist alle. Und da kann ich jedem empfehlen, der so eine Tour macht oder allgemein für längere Zeit draußen ist, wo eine Powerbank nicht reicht. Klar, entweder nimmt man sich 10.000 davon mit, dann hat man ihn noch. Oder man macht sowas hier. Wir haben hier quasi ein Solarpanel mit, das bei dem Wetter jetzt natürlich perfekt laden kann. Wir haben hier schön strahlenden Sonnenschein. Das ist das gleiche Solarpanel, was ich schon mal getestet habe auf meinem Kanal. Könnt ihr ja mal drauf gucken. Ich gucke mal, ob ich das hier oben irgendwo einblende. Und mit dem bin ich echt zufrieden. Ja. Kleiner Tipp noch am Rande. Handys nicht direkt anschließen. Das Problem ist, sobald man in eine Wolke kommt, lädt das natürlich nicht mehr so richtig. Und das Handy denkt dann, man hat wie zu Hause einen Netzstecker rausgezogen, also die meisten. Und wenn das 3-mal passiert, denkt das Handy zu Hause, dass mit der Spannung aus der Steckdose irgendwas nicht stimmt und akzeptiert dann den Ladezyklus nicht mehr und ladet dann gar nicht mehr. Das heißt, wenn ihr Pech habt und ihr packt das Solarpanel hin, schließt euer Handy an, kommt nach 2 Stunden wieder, dass es mehr entladen wurde, weil immer mal eine Wolke dazu kam und dann gar nicht geladen hat. Eine Powerbank, die wir direkt anschließen, der ist das egal. Die lädt oder die lädt nicht. Die hat so einen Sicherungsmechanismus nicht. So, ihr Hörnchen, ihr habt das Essen geklaut, lasst euch gefälligst filmen. Gibt's aber nicht.
Ist gerade richtig geiles Wetter, oder? Das ist Urlaub. Weiß nicht, ob man es sehen kann, da hinten, wo die Birke steht. Da sind wir gestern runtergesprungen. Einfach absolut geil, die Landschaft hier. So Leute, das war unsere Kanutour auf eigene Faust in Schweden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst doch einen Daumen da, abonniert den Kanal und ich würde sagen, wir sehen uns in den nächsten Videos. Macht's gut!